wirklich sehr. Ich weiß nicht, wie ich das gerade ausgewichen habe, aber es hat funktioniert. Irgendwie. So, das Leben kann er sich hier unten aufholen. Ja, los. Holt dir. Jawohl. So will ich das sehen. So können wir... Ich bin guter Dinge, dass wir hier immerhin bis zum Wurm kommen. Ob die dann im Endeffekt wirklich so ist, fraglich, aber... Was? Der war doch gar nicht mehr da! Oh. Jetzt mach keinen Scheiß, jetzt werd nicht übermütig. Das ist noch mit Abstand kein gelungener, fertiger Run. Bis das funktioniert, dauert noch. Da unten wieder unterwegs. Na, wo ist er? Da oben ist er. Na komm, stirb, stirb, stirb. Jawohl. Er ist zwar nicht mehr da, aber man kann ihn immer noch treffen und er macht dann immer noch Schaden. Irgendwie dumm, aber... War mal aufregend, ne? Na los, komm. Ja, komm. So, einer weg. Der nächste, bitte. Das muss ich vorher mal wegmachen, dann kann man sich ja auch komplett frei bewegen. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Jetzt aber. Ist aber echt jetzt. Gott. Braucht der lange. Das ist mit schlimmsten Gegner, die man dann einfach so vom Prinzip her eigentlich nicht treffen kann. Weil die halt einfach scheiße sind. So, dann schauen wir doch gerne mal in den Shop hinein. Genug Schlüssel haben wir jetzt nämlich generell. BFF, ein Herz, was wir nicht brauchen. Ja, nee, bringt uns alles nichts. Können wir vom Prinzip her auch donaten. Machen wir das. Wie gesagt, das bringt einem nur mehr, wenn man halt auch wirklich was donatet. Von daher, dies passt schon. Nee, ja, dies passt schon. Oh, habe ich nicht drauf geachtet, was für Spucken die hier sind. Sollte man vielleicht mal... habe ich auch nicht. Ja, funktioniert alles sehr gut. Ich habe auch echt das Problem, dass ich kaum den Bildschirm sehe. Tastatur sowieso nicht, aber Bildschirm... Da ist so ein bisschen der Popschutz davor. dieser Schreibtisch sieht echt auch aus. Da steht eine Kamera, zwei Bildschirme, ein Laptop, Mikrofon, zwei Tastaturen, zwei Mäuse. Hier so alles. Ich hatte auch ein Bild, hatte ich auch schon gemacht gehabt. Das ist nämlich sowas, das mag ich nicht. Eine Spinne. Da krieg ich nichts. Das ist. Taurus, speed down, but rage is building. Ah, man ist langsam, aber je länger man in einem Raum drin ist, mit Gegnern, dann kriegt man irgendwann den Unicorn-Effekt. Das heißt, man wird einfach unverwundbar und kann die anderen Leute anrammen und, ja, macht denen Schaden. Was im Endeffekt ziemlich geil ist, weil es einem halt ziemlich viel bringt. Das war nix. Dankeschön. Ich würde jetzt sagen und flott weiter, aber das funktioniert nicht wirklich. Das war wieder viel zu knapp. Viel zu knapp. So, Devil Deal hatten wir. Genau, das war der Dark Bum. Das funktioniert ja alles weit. Ab zur nächsten Ebene in die Deaths. One. Keybagger. Nope, not today. It's time to die. Juhu. Und jetzt bitte noch ein Herz. Oh, sogar ein Soul Heart. Ne, was ist das? Ein Dark Heart? Ein Blablabla Heart? Das ist ja normale Herzen, Seelenherzen und dunkle Herzen. Das ist der Effekt. Pam, pam, Doppelherz. Und weg sind die. Das ist halt wirklich dann bei Räumen. Oh, hier baue ich da drauf. Weil dieser Raum ist einfach nur nervig. Dass man die dann alle weg hat. Und oh. Rage, Rage, come on. Rage, Rage, Rage. So will ich das sehen.
schnell aus dem Schleim hier raus. Jetzt ist nur noch der da. Was mich sogar gar nicht stört. Einfach nur weg mit ihm. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Geht auch. Pille. Schlechte Pille. Ganz, ganz schlechte Pille. Hier können wir aber reingehen. Vielleicht gibt's was Gutes. Oh ja. Oh ja. Oh. Das sieht allerdings blöd, weil wir ja keine. Ach, egal. Unlocked Azazel. Das ist geil. Mit Azazel können wir nämlich echt hier durchrushen. Evil up. Your enemies will pay. Das hätten wir auch weglassen können. Bin ich nur gespannt, was hier drin ist. Whoop, whoop. Da habe ich Angst, dass ich die Leute nicht richtig treffe. Faith Up ist zwar total dämlich eigentlich. Wegen Teufel und Faith und. Aber egal. So. Ich habe keine Bomben mehr. Dann können wir auch schon mal den Boss machen. Wow. Time for war, war. Na komm. Ach, der Rage dreimal. Aber gleich ist meine Rage wieder aufgeladen. Jawohl, na komm her. Ah, fuck. Ich brauche das hier so lange, bis es aufgeladen ist im Endeffekt. Nee. Was? Immer. Er wird nämlich verdammt schnell. Aber ja. Geschafft. Die Book of Revelations haben wir auch freigeschaltet. Und wir kriegen ein Cube of Meat. Das ist sogar vom Prinzip her sehr gut. Ein Seelenherz und noch ein Seelenherz. Perfekt. Wir hatten aber noch nicht unseren. Genau, wir hatten noch gar nicht unseren goldenen Raum. Und den gehe ich auch am besten nicht weiter. Weil ich glaube, wir können jeden Raum gebrauchen, den wir hierbei kriegen können. Deswegen und weiter. Das brauchen wir nicht. Haben wir nämlich eh kein Geld für. Ja gut, die können wir mal wegmachen. Ist vielleicht ein Herz runter. Oder Geld. Ist auch schon mal was. Könnte schlimmer sein. Und zwar deutlich schlimmer. Ich bin jetzt bei der Audioaufnahme. Also ich heute, diese Folge steht im, oder diese Aufnahme steht im Zeichen des Mikrofons, weil ich das die ganze Zeit wieder sehe. Mit dem Pegel, ich bin so nah am Mikrofon und rede so verdammt laut und trotzdem kommt kaum Pegel an. Das ist eigentlich schon echt krass. Ja, die Technik fürs Let's Play. Monkey Paw, Wish Granted. Ja, von mir aus. Ich bräuchte trotzdem nochmal so ein slightly größeres Damage. Da ist ein Scharlüssel. Kann man wegnehmen. Hier haben wir den Golden Raum. Was sehr gut ist. Versteht ihr? So, weg mit denen. Und weg mit dem. Und in den Shop können wir auch reingehen. Das ist eigentlich gar nicht so klasse für eine Fliege. Ja, ja, Spoonbänder. Homing Shots. Das ist schön, jetzt brauchen wir nicht immer direkt zu zielen. Mhm. Schlüssel oder Pille. Wir hatten zwar noch kein Glück mit Pillen, aber. iPhone Pills. Na, klasse, verschwendetes Geld. Super. Na super. Na super. Na super. Na super. Okay, lass mir das. Ja, komm, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ab zur Death 2. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Ich sage euch auf jeden Fall, nächste Runde Azazel. 100%ig. 110%. 110%ig gibt's nicht. 100%ig. Weil Azazel ist einfach. Azazel ist der overpoweredste Charakter hierbei. Ja doch, das kann man so sagen. Ihr werdet auch bald sehen, warum. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf diesen Run. Der ist nämlich noch nicht zu Ende. Ist noch nicht verloren.
Der kann nur noch besser werden. Vielleicht auch nicht, aber... Na gut, an sich da. Hey, kriegen wir nix. Hätten wir Bomben, könnten wir hier noch ein paar Seelenherzen rausholen. Die Typen wegmachen. Das ist jetzt... Also, eigentlich geht das mit den Homing-Shots dann echt gut. So, noch ein Schlüssel. Und jetzt bitte ein gutes. Ich könnte ausrasten. Jetzt den Dollar und Instant Win. Nicht Instant Win, aber wäre schon nice. Läuft trotzdem noch rein, das gibt's doch nicht. Die Homing Tears bringen so gar nichts, wenn sie nicht richtig funktionieren. Merkt doch was? Oh, jetzt Creed. Fuck. Bitte was? Nein, ich hab nichts gesagt. Mann, das ist doch kacke. Kacke. Oh, Leute. So kurz vor dem Kampf gegen Mutti, ne? So. Oh, das muss ich bei der Muttis Fuß echt gut einsetzen. Diesen Effekt. Nochmal ein Seelenherz und. Ach komm, scheiß drauf. Rein mit uns. Devil. Komm, benutzen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob das dann zweimal verdoppelt und oder wie das dann ist, aber ich hoffe es mal, weil das wird dann echt praktisch machen. War ich dazu, Mutti selbst anzugreifen? Ja komm, zeig dich! Willst du mich verarschen? Boah, ist das geil. Boah, hat das viel Schaden gemacht. Fast Hälfte habe ich jetzt erbt. So! Das war knapp. Ja, aber es ist noch alles... Oh, dieser Kampf ist diesmal wesentlich einfacher. Das kann man, glaube ich, so sagen. Oder kommt mir das so vor? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich hier ein bisschen mehr im Spiel drin bin. Also, ein bisschen mehr ist gut. Ein Spiel war gestern, jetzt spiele ich heute. Komm, weg mit euch. Ja. Nein! Oh, Boss Rush haben wir sogar geschafft. Das schaffen wir nicht, das überlegen wir nicht, aber Boss Rush jetzt schon. Nice. So, Guppy's Head. Wir werden nicht mehr Guppy werden. Ach, wir können das mal mitnehmen. Contract from below. Well, but at what cost, genau. Was gibt's denn hier Schönes? Shielded Tears. Boss Rush können wir... Nee, das ist einfach zu früh. Da. Wir haben noch nicht... Für Boss Rush sind wir nicht stark genug. Boss Rush werde ich euch noch mal anders zeigen, aber das sind wir momentan einfach nicht stark genug für. Wir gehen jetzt weiter in den Wurm. Wir sind dieses Mal auf jeden Fall wesentlich schneller mit Kane. Das muss man schon mal so sagen. Das ist doch jetzt gar nicht so schlecht, ne? Oh, egal. So, dann schauen wir doch mal. Du kommst weg. Das ist perfekt, weil dann kann ich direkt mal dafür sorgen, dass ich ein bisschen mehr Kohle kriege. Weil mit mehr Geld werde ich auch stärker. Stärker. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Schnellere Bosskämpfe. Schnellere Bosskämpfe. Ah, guck mal an. Zack, weg. Ich glaube, ohne das Item wären wir tot. Da wären wir einfach tot. Da wären wir T-O-H-T. Tot. Erstmal müssen die Viecher weg. Oh, besonders der Engel. Da hat uns der Cube of Meat gerade den Arsch gerettet. Und das hat uns gerade den Rest gerettet. Das ist wirklich praktisch. Oh Gott. Für diesen Raum ist es, glaube ich, besser. Jetzt muss ich echt aufpassen. Oh, was? Was war das denn jetzt? Nein! Ich habe doch schon so wenig Herzen. Das war der Devil-Deal, ich weiß, aber... Der war nötig. Damit habe ich dafür gesorgt, dass wir vielleicht stärker werden.
Das war knapp. Das will ich keinen haben. So, geht's denn jetzt hier oben weiter? Ja, geht es. Ist gut. Monstro ist jetzt keine Sorge für mich. Ich muss... Obwohl, nee, auf dieser Ebene muss ich noch nichts riskieren. Auf dieser Ebene muss ich überhaupt erstmal durchkommen. Also bis zum Kampf gegen Mutti sollten wir eigentlich durchkommen. Na komm her. Also jedenfalls wünsche ich mir das. Ich hoffe es mal ganz stark. Und den könnten wir nehmen mit ganz viel Glück. Range down hier. Fudge you too down hier, oder wie war das? Na komm. So, und die Gegner sind... Ich habe diese Gegner noch nie durchschaut. Ganz ehrlich, die sind einfach nur da und müssen besiegt werden. Aber mehr auch nicht. Komm, Herzen, ganz viele Herzen. Nice, nice. Deswegen ist es eigentlich gut mit Dark Bomb. Das passt jetzt eigentlich echt perfekt. Dark Bomb ist ein gutes Item. Doch, das kann man so auf jeden Fall sagen. So, Dark Bomb. Na komm. Hier. Und du auch hier. Die Hirne brauchen wir hier nicht. Besonders nicht bei mir. Ja, ganz genau. Es sind noch genug Räume bis zum Bosskampf. Auf jeden Fall noch genug Räume, die ich machen kann, werde. Von daher kann ja nur besser werden. Besonders mit diesem Effekt, der ist einfach epic, epic, epic. Du weg. Und jetzt du weg. Zwei Kisten. Bitte eine gute Pille. Pretty Fly. So viele schlechte sind noch nicht mehr übrig. So, nächster Raum. Da geht's dann nach oben. Die Gegner machen mir jetzt gerade keine Sorgen. Nur höchstens, dass sie mich einkreisen und ich dann nicht mehr wegkommen kann. Das sind die einzigen Sorgen, die ich mir bei denen machen muss. Das war es nämlich sonst. Sonst sind die nämlich echt nicht so schwer. Besonders nicht, wenn man die einfach wegrennen kann. Dies ist schön. Dies macht Spaß. So, und da ist unser Gegner. Ich sollte vielleicht... Ah, fuck. Genau, immer erst... Ah, das gibt's doch nicht. Was?